Good morning, this is Runex, I don't want to die in hospital. Bonjour, Monsieur, Dame, c'est des femmes et des œufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Ich werde von einem angeblichen Rechtsanwalt aus Solingen-Gräfrath verklagt und beschäftige mich deshalb mit den Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Ich bin angekommen bei dem Teil Vorsorgevollmacht im Buch Patientenverfügung der Verbraucherzentrale NRW. Das Kapitel heißt Inhalt der nach außen wirksamen Vollmacht und ich bin angekommen bei Vertretung in Gesundheitsangelegenheiten. Als Unterkapitel, die weiteren Unterkapitel heißen schwerwiegende medizinische Eingriffe und Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen, Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht, freiheitsentziehende und beschränkende Maßnahmen. Dann gibt es wieder die grob fahrlässig falsch geschriebenen In-sich-Geschäfte mit jeder Menge Scheiße, die da drin steht. Ich würde da immer auf das BGB verweisen und den Code Civil aus Frankreich, wo das herstammt. Wenn man das im Code Civil wiederfinden will, kann man mal nach einer ähnlichen Beschlussnummer gucken. In französischen Jura-Vorlesungen wird es auch an die Tafel gemalt. Und wer in Frankreich in sich Geschäfte nicht verstanden hat, darf auch nichts als Richter oder Rechtsanwalt auftreten. Was die Verbraucherzentrale hier macht, ist grob fahrlässig verboten. Eine Riesenschweinerei. Ich weiß nicht, wie man durch Steuermittel finanziert, die kriegen nämlich jede Menge Zuschüsse, so eine Scheiße rausgeben kann. Geltung der Vollmacht über den Tod hinaus, Bankenvollmachten und andere Sonderfälle, Vollmacht für die digitale Welt, Sorgrechtsverfügung für Kinder und dann ist das Kapitel beendet. Ja, ich zeichne auf. Ich habe noch 20 Minuten auf der Speicherkarte. Ich fange einfach mal an und gucke, wie weit ich komme. Vertretung in Gesundheitsangelegenheiten. Wie für alle anderen Lebensbereiche können Sie auch eine Person bevollmächtigen, Sie in allen Gesundheitsangelegenheiten zu vertreten. Im Gegensatz zur Patientenverfügung, hier sind 2, ohne 1 hingehört, die sich in erster Linie direkt an den behandelnden Arzt wendet, schafft die Vorsorgevollmacht die Voraussetzung, dass Dritte über ihre medizinische Behandlung entscheiden können. Die Vollmacht muss deshalb nicht im Detail verschiedene Behandlungsmöglichkeiten benennen, sondern vor allem festlegen, welcher Person sie sich bei gesundheitlichen Belangen anvertrauen wollen. Natürlich sollten Sie sich vergewissern, dass der bevollmächtigten Person Ihre Vorstellungen bekannt sind. Hilfreich ist es, wenn Sie Ihre Behandlungswünsche schriftlich niederlegen. Zu gut Deutsch, man kommt um eine Patientenverfügung sowieso nicht drumherum. Schwerwiegende medizinische Eingriffe und Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen. Einen Sonderfall müssen Sie in der Vorsorgevollmacht speziell erwähnen. Also schwerwiegende medizinische Eingriffe und Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen. Einen Sonderfall müssen Sie in der Vorsorgevollmacht speziell erwähnen, damit der Bevollmächtigte bei schwerwiegenden medizinischen Eingriffen und auch beim Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen entscheiden kann, müssen Sie hierzu ausdrücklich schriftlich Ihre Zustimmung erteilen. Dabei sollten Sie in Ihrer Formulierung Bezug auf Beschluss 1904 BGB und die darin genannten Maßnahmen nehmen. Habe ich schon vorgelesen. Nutzen Sie dafür den entsprechenden Text aus unserem Baustein. Seite 102 folgende.
Eine Genehmigung des Betreuungsgerichts ist nur notwendig, wenn sich Arzt und Bevollmächtigter nicht über die Durchführung lebensbedrohlicher medizinischer Behandlungsmaßnahmen oder den Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen einig sind oder wenn Dritte die Einschaltung des Gerichts fordern. Auch das Gericht muss sich am Patientenwillen, also beispielsweise den Inhalten einer Patientenverfügung, orientieren. Nur in Eilfällen, zum Beispiel akut notwendige Operationen, ist diese Genehmigung nicht notwendig. Falls das Gericht Zweifel an der Wirksamkeit oder dem Umfang der Vollmacht hat, wird es eine gesetzliche Betreuung einrichten. Wichtig zu wissen. Da die Entscheidung des Betreuungsgerichts erst 2 Wochen nach Bekanntgabe wirksam wird, sind ein spontaner Beschluss und dessen zügige Umsetzung damit ausgeschlossen. Maßgabe für den Bevollmächtigten ist allein der Wille des Betroffenen. Damit hat die Patientenverfügung eine besondere Bedeutung. Liegt eine Patientenverfügung nicht vor oder ist sie für die Situation nicht passend, muss der Bevollmächtigte den mutmaßlichen Willen des Betroffenen ermitteln. Hierfür muss er möglichst konkrete Anhaltspunkte nutzen, etwa frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen des Betroffenen und seine ethischen und religiösen Wertvorstellungen. Wichtig zu wissen, unterstreiche ich nochmal, da die Entscheidung des Betreuungsgerichts erst 2 Wochen nach Bekanntgabe wirksam wird, sind ein spontaner Beschluss und dessen zügige Umsetzung damit ausgeschlossen. So, ich lese es nochmal vor. Maßgabe für den Bevollmächtigten ist allein der Wille des Betroffenen. Damit hat die Patientenverfügung eine besondere Bedeutung. Liegt eine Patientenverfügung nicht vor oder ist sie für die Situation nicht passend, muss der Bevollmächtigte den mutmaßlichen Willen des Betroffenen ermitteln. Ich dachte, der muss immer ermittelt werden. Hierfür muss er möglichst konkrete Anhaltspunkte nutzen, steht auch manchmal anders da. Etwa frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen des Betroffenen und seine ethischen und religiösen Wertvorstellungen.
Steht auch anders im Gesetz, glaube ich. Im Gesetz steht, glaube ich, dass man den mutmaßlichen Willen ermitteln muss. Interessant ist dann, wenn so ein angeblicher Arschloch-Anwalt, also wenn ein angeblicher Anwalt oder ein Riesen-Arschloch an einem Patientenbett neben einem stehen und sagen, dass der mutmaßliche Willen nicht ermittelt werden muss. Obwohl es im Gesetz steht. Und das, was der Anwalt sagt, ist ja wichtiger als das Gesetz. Es gibt Typen, die lässt man einfach so frei rumlaufen und es ist so dermaßen unverantwortlich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht. Ein Arzt ist gesetzlich dazu verpflichtet, alles, was er im Zusammenhang mit ihrer medizinischen Behandlung über sie erfährt, geheim zu halten. Daher sollten sie ihre behandelnden Ärzte von ihrer ärztlichen Schweigepflicht gegenüber den Bevollmächtigten entbinden. Den Bevollmächtigten sollte zusätzlich die Befugnis übertragen werden, die behandelnden Ärzte gegenüber anderen Dritten von der Schweigepflicht zu entbinden. Das kann zum Beispiel für Aufgaben gegenüber Lebensversicherungen wichtig sein. Das kann zum Beispiel für Angaben gegenüber Lebensversicherungen wichtig sein, weil im Voraus nicht bekannt ist, wer später der behandelnde Arzt sein wird, macht es wenig Sinn, nur einen bestimmten Arzt von der Schweigepflicht zu entbinden. Gesetzliche Grundlagen. Das Recht eines Menschen auf Freiheit hat im deutschen Recht einen hohen Stellenwert. Sofern der Betroffene nicht selbst zustimmt oder zustimmen kann, ist für freiheitsentziehende Maßnahmen in Einrichtungen wie beispielsweise einem Altenheim die Zustimmung des Betreuungsgerichts notwendig. Auch hier gilt, dass die Einrichtung einer Betreuung nur dann nicht notwendig ist, wenn die Zustimmung des Bevollmächtigten zum Freiheitsentzug mit Bezug auf Beschluss 1904 des BGB in der Vollmacht ausdrücklich benannt wird. In den Textbausteinen ab Seite 102 finden Sie dazu eine Formulierungshilfe. Das Betreuungsgericht muss in jedem Fall eingeschaltet werden, damit es die Entscheidung des Bevollmächtigten oder des Betreuers genehmigt. Nach einem Urteil des Betreuungsgerichtshofs vom 27. Juni 2012 nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 27. Juni 2012 kann diese Genehmigung auch nicht durch eine Formulierung in einer Vorsorgevollmacht ausgeschlossen werden. Das Betreuungsgericht muss in jedem Fall eingeschaltet werden, bei freiheitsentziehenden Maßnahmen, gut zu wissen. So, und dann geht es hier weiter mit Beschluss 1906 BGB. Habe ich auch schon mal vorgelesen, ich kann noch mal reingucken. Genehmigung des Betreuungsgerichts bei freiheitsentziehender Unterbringung und bei freiheitsentziehenden Maßnahmen.
Steht da. So. Ist auch der gleiche Text wie hier drin. Das beruhigt mich. Nach dem, was die hierzu in Gesichtsgeschäften schreiben, wie sie in Gesichtsgeschäfte schreiben, habe ich meine Zweifel an diesem Heft und an der ganzen Verbraucherzentrale, um das mal vorsichtig auszudrücken. So. Beschluss 1906 BGB, Genehmigung des Betreuungsgerichts bei freiheitsentziehender Unterbringung und bei freiheitsentziehenden Maßnahmen. Auszug. Römisch 1. Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, der mit Freiheitsentzug verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des Betreuten erforderlich ist, weil erstens aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung des Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt oder zweitens zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff notwendig ist, die Maßnahmen ohne die Unterbringung des Betreuten nicht durchgeführt. Und die Maßnahme, so nochmal, zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens, eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff notwendig ist, die Maßnahme ohne die Unterbringung des Betreuten nicht durchgeführt werden kann. Und dann geht das weiter, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Römisch 2. Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts zulässig. GMLVR-Krankenhaus Langenfeld für psychosomatische Erkrankungen hält sich da auch kein Schwein dran. Fehlt wieder was. Römisch 3. Der Betreute hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind. Er hat die Beendigung der Unterbringung dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen. Hält sich im LVR-Krankenhaus für psychosomatische Erkrankungen in Langenfeld, das hier zuständig ist, auch kein Schwein dran. Römisch 4. Die Absätze 1 und 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich übrigens in der scheiß Klitsche auf der Eichenstraße, die nicht bei meinem Krankenhaus ist, hält sich da auch kein Schwein dran hier in Solingen. Die Absätze 1 und 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einem Krankenhaus, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll. Römisch 5. Die Unterbringung durch einen Bevollmächtigten und die Einwilligung des Bevollmächtigten in Maßnahmen nach Absatz 4. Die nennen das hier Absatz. Früher hatten wir das Römisch. Naja, ich Römisch 4 genannt. Naja, ich nenne es auch ab sofort Absatz 4. Gelten voraus, dass die Vollmacht schriftlich erteilt ist und die in den Absätzen 1 und 4 genannten Maßnahmen äußert. Bla bla bla. Finde ich verwirrend hier. Ich würde immer empfehlen, nicht solche Auszüge zu lesen. Ich streiche das deshalb direkt durch. Und dann ärgere ich mich, dass ich es schon vorgelesen habe, sondern in einem Fachbuch, und das hier ist als eins, nach einem Gesetzestext suchen. Alles andere halte ich für wenig seriös. So. Ich lese dann beim nächsten Mal bei freiheitsentziehenden und beschränkenden Maßnahmen weiter. So. Ich muss jetzt an den Schreibtisch arbeiten. Ich suche übrigens auch Arbeit und mein Konto hängt im Dispo. Tschüss.